Na? Deine schläft. Ein schönes Auto oder schöner Rahmen? Was jetzt? Ein schöner Rahmen. Weiß nicht, lass. Mein Schlüssel nehmen wir. Für einen Fünfer, guck mal. Was für ein Tag. Heute wird geschnitten. Und zwar der Schnitt mit Wolfgang. Der Film mit Wolfgang. Das Interview. Oh, ich bin so gespannt. Ja, und das Ganze wird professionell gemacht. Das mache ich mit Robert zusammen. Seines Zeichens Kameramann. Und Regisseur, Dokumentarfilmer, der hat das Ganze aufgenommen und mit dem bearbeite ich das jetzt zusammen. Also eigentlich kann ich nur über die Schulter gucken, da kann eh nur einer arbeiten am Computer. Mal gucken, wie er das so macht. Ja, wie es professionell gemacht wird. Schaue ich mir jetzt mal an. Ja, und dann werde ich berichten. Die arbeiten so einem großen Werk, müssen doch dokumentiert werden. Guck mal hier, der Deckel hier. Der Robert hat so schöne Sachen wie diesen Korkdeckel. Aufregend. Diesen Korkrestdeckel. Restkorkdeckel. Und außerdem hatte ich irgendwo eine Dose mit was zu naschen, aber nicht mehr. Ey, warte mal. Da sind noch Reste. Ah, das ist auch wieder eine andere Dose. Hat er schon wieder umgetragen. Pizzateig. Pizzateig. Mal gucken, was hier im Pizzateig drin ist. Ah! Wollte mich ja, dass du dich da. Ach, das riecht auch so weihnachtlich. Auch ein Keks. Ich würde einen Keks anbieten. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich habe schon mal ein ganz kleines bisschen irgendwie versucht. Vorsortiert, aber nur ganz wenig. Also nur so ein paar Sequenzen. Aber gut. Im Grunde genommen. Ganz ehrlich, kann man ja eh nicht. Aber ich bin froh, dass du darauf quasi gedrängt hast, dass wir so ein paar Bilder auch von ihm haben, wie er irgendwie am Fenster sitzt und so. Ja, ja. Und da reichen so irgendwie 30 Sekunden. Boring. Und dann siehst du gleich, alles klar, Wolle. Also, mehr ist ja dann auch nicht. Das andere erzählt er ja dann selbst, ne? Ja, ich glaube auch ohne diesen Wechsel vielleicht mal nicht nur in der Perspektive, sondern auch von der Aufnahme her. Werdet vielleicht doch zu, ja, da müsste man es wirklich sehr kurz halten. Ja, du weißt einfach nicht, er selbst erzählt ja nicht quasi seine Figur. Und wenn du ihn einmal so genau, ja, an genau, dem Fenster genau, genau. Dann ist das, ja, genau. Gezeigt hast, dann, also die Leute, die ihn kennen, ja, aber. Ja, okay. Ja, aber jetzt vor seinem großen Durchbruch muss er ja auch irgendwie in seiner zentralen Funktion präsentiert werden. In seinem Mindframe. Ich habe so eine Sequenz, wo ich mit ihm im Bad bin und du siehst ihn eigentlich erstmal nicht, kannst du ja auch gleich angucken, und du siehst ihn, hörst ihn halt nur so ein bisschen erzählen und derweil setzt er sich halt so ans Fenster, auf seine Stelle, die du da gezeigt hast. Und, ja. Und du fragst dich halt als Zuschauer erstmal, was ist denn das für ein komisches Fensterbrett eigentlich irgendwie, und siehst ihn den als Typen, siehst du ihn gar nicht, du hörst ihn erstmal nur. Okay, da war ich ja auch schon. Ja. Und hoffentlich tritt der Effekt dann ein, dass der Zuschauer sich fragt, was ist denn das? Bleib ich mal dran. Du, die Reaktionen von den Zuschauern sind ja bei YouTube sowieso gnadenlos. Ja. Das macht aber auch so interessant. Das kriegt man ja sofort mit. Das ist ja wirklich uneingekuftet Publikum. Ja. Deswegen. Ich habe mir gestern Abend noch mal so ganz frühe Videos angeguckt von mir. Also früh. Also. Das erste Video, was ich aufgenommen habe, was am ältesten ist, von 2012.
Und also vom Laden, was ich im Laden auf jeden Fall mal Livestream. Ja, das war 2012 schon. Ja, schon witzig, wie sich das alt verändert hat. Ja. Ja, das ist auch ein Gesamtkunstwerk, der Laden. Also, weil es also deine Sammlung, die ja auch nicht statisch ist, sondern sich so verändert. Nicht. Genau, total. Total in Bewegung. Mhm. Und so witzig auch, weil 2012 Anouk mit 2 Jahren guckt da auf ihrem Dreirad durch den Laden so. Mhm. Also es ist so witzig zu sehen einfach, ne? Und schön, dass man es eigentlich gemacht hat. Also muss ich sagen, ich misse das nicht. Auch jetzt, im Grunde genommen, jedes Mal ein Video zu machen. Das ist einfach nur, wie früher Fatih Super 8 gemacht hat, macht er jetzt halt Video. Ja, aber in HD. Nicht. Alter, Alter, HD, der, Digga. Alter, ey. Kann ich den Kaffee mitnehmen? Ja. Ja, so sieht man aus, wenn man dann in die Glotze guckt. Wie lange haben wir jetzt gesessen? Eineinhalb Stunden. Ja, hör mal, auf alle Fälle ist das sehr anstrengend. 2,5 Stunden Wolfgang ist schon extrem. Oh, dann irgendwann. Ich kaufe mir die ganzen Kekse. Die schmecken echt gut. Oh, morgen ist letzter Schultag für die Kiddies und dann sind wir Ferien eine Woche. Meine Güte. Ja, wer kommt denn da? Alles gut, guckt der Papa. Papa, Papa, Rita. Um Himmels Willen. Du willst. Also. Wie war's? Erzähl mal. Oh, was soll ich erzählen? Ich kann's dir zeigen. Du gehst mit deinem Hunger auf den Keks. Ich kann dir zeigen, was wir haben. Wenn du willst. Das Wolle-Interview ist fertig? Ja. Mama, warum hat Oder was er essen will, dreht? Und seit 95, wie gesagt, wohne ich alleine hier. Gutes Umfeld, Freunde, prima, alles. Ja, so ist es doch. Ja, schön. Also ist okay, wa? Ja, auf jeden Fall. So, was ist denn heute überhaupt? Hallo. Freitag, wir fahren nicht in die andere Schule, sondern wir fahren in die normale. Und warum? Weil wir heute auch Zeugnisse kriegen. Tschüss. Zeugnistag. Mein Vater hat dazu immer Giftblätter gesagt. Ja. Weil das sehr viel Gift bringt. Wegen deine schlechten Noten. Hattest du da viele schlechte? Letzter Schultag. Morgen Ferien. Und was denkt ihr, wie wären die Zeugnisse? Ich bekomme keine. Gar nichts? Ich bekomme keine. Ich habe gesagt, dass sie nichts. Erstens lässt er noch zur Garage und da werde ich jetzt 2 Vitrinen habe ich verkauft sozusagen, also mehr oder weniger verschenkt. Also die eine habe ich tatsächlich verschenkt und bei der anderen habe ich gesagt, gib mir einen Fuffi und weg. Die werden heute abgeholt, dann habe ich ein bisschen Platz, dann kann ich nämlich einen Schrank aufbauen, den ich im Auktionshaus gekauft habe. Ich habe nämlich einen Schrank für meine Grafiken gekauft und ja, der braucht Platz und er kann dann wenigstens aus dem Büro raus wieder und wird dann dort aufgebaut und dann schauen wir mal.
Ich bin zu Hause. Die Vitrinen sind weg. Die Garage ist ein Chaos jetzt. Ich komme gleich, ich muss gerade Bruno noch anziehen. Aber hoch. Jetzt holen wir die Kinder. Oh, mal gespannt auf die Zeugnisse. Also eigentlich nur eins. Wie macht der Tanzbär? Was macht der Tanzbär? Zeigt mir den Tanzbär. Beat, beat, beat. Wie macht der Tanzbär? Was macht der Tanzbär? Zeigt mir den Tanzbär. Beat. Wie macht der Tanzbär? Was macht der Tanzbär? Zeigt mir den Tanzbär. Beat. 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 Ja, das war der Tanzbär-Song. Kreiert von Tommy Müller bei Kind Nummer 2. Also Anouk. Wie macht der Tanzbär? Was macht der Tanzbär? Beat. Ja. Beat. Prost. Was weht denn das hier? Die große Schwester das schon, ja? Sehr gut. Pizza. Wir nehmen alle Pizza. Ich versuche jetzt mal ein Haus zu bauen. Oder aus meinen. Aus denen kann ich auch. Aber das mache ich nicht. Nee, nee. Das sind, ja, das sind meine und die will ich nicht verlieren. Deswegen haben wir sie zurückgehen lassen. Die war noch nicht ganz durch. In manchen Ländern ist das ja Spezialität, wird extra gerechnet. Aber bei uns nicht. So richtig Hunger hat man nicht mehr gehabt, nee. Nee, und man hat ja vorher auch so reingehauen, da denkt man so. Was hast du denn da alles schon mitgegessen? So völlig Essen kam, ja, wir völlig verhungert, so geil, lecker. Und dann Anouk so, eine Fliege. Und ich drehe das Ding um. Das ist keine Fliege. Das ist eine Kakerlake. Nimmt ihr das gerade auf Video? Turn to sender. Halt raus, so wieder auf den Teller gewürfelt. Ja.
Aber das war symptomatisch für dein Zeugnis. Wenn nächstes Mal dein Zeugnis alle Zweien sind, Alter, dann kriegst du einen Teller voll mit besser. Voll mit krossen Kakerlaken. So wie die Schlägerlecken. Nee, Heuschrecken denn vielleicht. Nein, dann kriegst du natürlich ordentliches Essen. Wenn du so ein schlechtes Zeugnis hast, kriegst du so die Kakerlaken. Sei froh, dass du dir nicht noch eine Pizza genommen hast, Anu. Sei froh, dass du nicht Ratten drauf hattest. Irgendwie so. Das wäre dann, wenn du dann Sechsen auf dem Zeugnis hast, kriegst du nur Ratten. Noch so. So, zu Hause. Und jetzt wird in zwei Stunden. Oh, ich will nicht losfahren. Papa muss sofort wieder losfahren. Das ist ein Scheiß, ey. Ich bin nur unterwegs auf Achse. Ich schaffe nichts, exakt gar nichts heute. Gut, die Garage, den Teig schon geschafft. Weil ich schnell bin, weil ich gut bin, weil ich ein guter bin. Aber sonst nichts. Die Schülerin Lumen Müller hat in der Klasse 1b der Kant Grundschule mit viel Freude und großem Erfolg das erste Schulhalbjahr beendet. Angenommen. Ich habe was für dich mitgebracht. Okay. Ein denkwürdiges Ereignis, was es festzuhalten gilt in Wort und Bild. Ich bin ganz überrascht. Das denkwürdige Ereignis ist, die Kinder sind weg. Ha! Keine Kinder. Fast. Fast keine Kinder, bis auf das Baby. Hier. Tada, 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 tada. Weißt du, was ist das? Willst du essen? Toskana. Mit einem Hauch von Italien. Ist, ne? Wir nehmen das mal weg. Hier, das passt nämlich auch ganz wunderbar hier so in den Mund rein. Na, halt fest. Meine Hände. Sieh das? Ich hab einen harten Kiefer, ich habe einen Zahn angefügt. Naja, weil die Zähne sind ja da. Hier, die Hausgemachten. Nee, aber die sind heller. Ja. Hell und hart. Das ist mal was anderes. Ja, wir haben die Kinder verkauft, nehme ich jetzt. Für eine Woche. Ferien sind ja. Und die sind für eine Woche. Ja, Oma und Opa. Wie geil ist das denn? Das heißt volle Freiheit. Nee, das heißt eigentlich volle Action. Ja, wir räumen gerade die ganze Bude um, sortieren aus. Spielzeug. Meine Güte, wie viel Spielzeug. Es ist unglaublich. Wir haben schon... Drei Müllsäcke voll. Mhm. Von kaputten Sachen alleine. Nee, von kaputten Sachen sind es einer, wa? Und alles andere ist so was, wo sie raus sind. Oh, guck mal, jetzt leckt sie dran. Einmal komplett abgeschnitten. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es sieht so gut. Ja, du musst sie eigentlich hinsetzen jetzt. Mhm. Das ist so ein Sitz. Ein Dauerbrötchen. Ja, das wird richtig quietschig. Ein Kaugknochen. Sozusagen. Mhm, viel Spaß. Ja, und nachher habe ich einen Termin mit jemandem, der will sich die... Ich habe ja so ein paar alte Schulkarten da. Und der will sich die angucken und... Also ich habe einen Termin mit ihm gemacht. Weiß ich nicht. Ich habe extra hausgemacht den, um die kosten 30 Cent das Stück. Kann man denn? Das ist ein Brötchen, was ich zum Einweichen benutze für eine Bulette, die ich schon einen Tag gelegen habe. Mann, ey, ich hätte gern frische Brötchen. Kann man bitte jemand hier eine Bäckerei aufmachen für einen frischen Brötchen? Sagt Jim, ich soll was machen. Ja, das sag ich die ganze Zeit, Alter. Soll er Schwarzmarkt mit Brötchen machen? Das ist mega. Wie alt sind die, ey? Echt? Ja, die sind richtig ausgetrocknet. Richtig poppig. Ja, die sind fluffig. Die kann ich auch noch fluffiger machen. Wie, was macht der denn da drin für den Fluff? Das will ich gar nicht wissen, oder? Ja, ich mach mir fluffig. Der erzählt Opa noch. Ja, Mann, ich wünsche mir so einen alten Bäcker. Hier, der Bäcker um die Ecke, der hier war, in der Friedelstraße, der war gut.
Weißt du noch, habe ich noch Chili-Brot bestellt immer. Das hat der denn gebacken. Der war richtig. Piratenbrot. Genau. Ich habe gesagt, da schön viel Chili. Dann hat er das gemacht. Dann hat er für dich extra. Nee, irgendeine Backmischung. Dann hat er das gebacken, wie du das wolltest. Das hat glaube ich auch, das war nicht ganz günstig, hat glaube ich 4 Euro denn gekostet oder so, wa? Aber das war für dich gemacht auch nur. Wenn du sagst, nicht so viel Chili, kriegst du nicht so viel Chili drin und so. Und die waren immer frisch, die Brötchen, und immer toll. Also das ist echt ein Krampf hier. Hey, und du? Schmeckt's? Voll so eine Kreuzspalte. Wie auch immer, wir müssen Brötchen backen mal. Den ganzen Tag haben wir aufgeräumt heute, der erste Tag. Man sieht immer noch nicht sauber aus. Und jetzt mache ich wieder was zu essen hier, wieder ein Süppchen. Ich werde mein kleines Süppchen kochen in meinem kleinen Topf. Es ist mein Lieblingstopf geworden, ja, ich gebe es zu. Es macht einfach Spaß zuzugucken, wie etwas brodelt und köchelt. Da ist jetzt erstmal nur Hühnerfleisch drin. Dann kommt wieder das übliche Zubehör dazu. Das ist so der Tag heute. Das ist ganz schön viel. Kinder und Spielzeug ist echt eine Katastrophe. So, Frankfurter Brett, wisst ihr Bescheid. Hier kann man alle gleich reinschnipseln in die verschiedenen Tüdelungen. Jetzt kommt Stufe 2 vom Eintopf. Ich mache jetzt wirklich nur für uns zwei immer den Eintopf. Sind's Zwiebeln. Also wer wissen will, hier wie das Brett heißt, auf dem ich das hier mache, wo man hier so wunderschön alle hier ran schnipseln kann und dann rausziehen und auch so ein großes längliches Teil ran. Frankfurter Brett, ein geiles Ding, kostet nur viel Geld. Finde ich ganz schön teuer, aber ist halt auch Qualität. Weg damit. So, das war Paprika. Auch hin. Tja, ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, haben wir. Im Schweiße meines Angesichts habe ich den Topf wieder überfüllt und der wird jetzt köcheln und das werden wir nachher genießen.